Hallihallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge Fish and Weed mit Max Gottschalk. Ich bin euer Gastgeber, Max Gottschalk. Ich weiß, wir sind alle überrascht, wie das passieren konnte. Ich hatte nach der wunderbaren Episode 181 von Warframe einfach die Idee, ey, ich mache das jetzt öfter, komplett unregelmäßig, einfach dann, wenn ich Bock habe, lese ich so den ersten Part eines Buchs vor und fische währenddessen. Das ist die gesamte Idee dieses Formats. Und wir fangen heute im ersten Teil quasi an, ja. Stephen Hawking war der Epilog. Wir beginnen jetzt mit dem ersten Teil. Dunkle Götter 1. Das Erwachen von Michael G. Manning. Prolog. Eleanor D. Cameron war in tiefer Unruhe. Nein, war sie nicht, denn der Popschutz ist echt kacke gerade. So, jetzt ist sie nochmal in Unruhe. So. Eleanor D. Cameron war in tiefer Unruhe. Nach dem Abendessen hatte sich ihr Mann zunächst noch gut gefühlt, aber jetzt war er erkrankt. Sie waren zu Besuch bei ihren Eltern, Graf und Gräfin D. Cameron. Und normalerweise hätte auch Eleanor mit ihm und ihrer Familie in der Haupthalle gespeist. Doch ihr Baby hatte ihre Aufmerksamkeit verlangt. Statt mit dem Kleinen nach unten zu gehen, hatte sie ihn in ihrem Zimmer gefüttert und dort auch gleich selbst eine leichte Mahlzeit eingenommen. Tyndall, ihr Gatte und Ratgeber des Königs von Lothian, war sofort nach dem Essen zurückgekehrt, hatte über nichts anderes als Müdigkeit geklagt und sich früh schlafen gelegt. Ein paar Stunden später wachte sie jedoch und hörte ihn würgen. Tyndall! Sie richtete sich auf und zündete eine Lampe an. Er saß auf dem Boden und hielt das Nachtgeschirr, in das er sich gerade übergab, zwischen den Händen. Der Anblick erschreckte sie. Er war kreidebleich und das schwarze Haar feucht vor Schweiß. Schon wieder würgte er, obwohl sein Magen längst leer sein musste. Sogleich sprang sie zu ihm und wischte ihm mit einem Handtuch das Gesicht ab. Du siehst nicht gut aus. Lass mich den Arzt rufen. Er winkte ab. Gib mir nur etwas Wasser. Ein Heiler brauche ich nicht. Ich hole es dir. Es war sinnlos, mit ihm zu streiten. Sie würde den Arzt einfach rufen, wenn sie das Wasser holte. Der störrische Narr konnte sich später immer noch darüber beschweren. Sie durchquerte das Vorzimmer und trat in den Flur hinaus. Die Gemächer ihrer Eltern lagen gleich gegenüber. Die Tür stand ein Stück offen. Wie seltsam, dachte sie, als sie es bemerkte. Doch sie musste sich um ihren Mann kümmern und ging weiter den Flur hinunter. Als sie um die Ecke bog, sah sie zwei schwarz gekleidete Männer eines der leeren Zimmer betreten. Sie wich zurück. Jetzt wusste sie, dass etwas Schlimmes geschehen sein musste. Dann erinnerte sie sich an die Tür ihrer Eltern. Binnen Sekunden war sie zurückgeeilt, stieß sie auf und platzte hinein. Die Tür führte zu einem kleinen Salon, der dem ihren sehr ähnlich war. Hier wirkte zwar alles leer, doch auf einmal schrie jemand im Schlafzimmer und die Tür flog auf. Ihre Mutter erschien und versuchte verzweifelt, einem weiteren schwarz gekleideten Mann zu entkommen. Vorhin war ihr Nachthemd bereits mit Blut getränkt. Aber nun musste Elena auch noch zusehen, wie der Mann den Kopf ihrer Mutter zurückriss und ihr mit einem kurzen Messer blitzschnell die Kehle durchschnitt. Das Blut spritzte aus der klaffenden Wunde, während die Gräfin die Cameron zusammenbrach. In Elenas Herz schrie eine Stimme, doch kein Laut kam über ihre Lippen. Sie biss die Zähne zusammen und reckte das Kinn. Der Meuchelmörder sah sie grinsend an. Der betrachtete eine Frau, die unbewaffnet und im Nachthemd vor ihm stand, offenbar nicht als Bedrohung. Zwei rasche Schritte und schon hatte er sie erreicht und wollte sie bei den Haaren packen. Doch er lebte nicht einmal lang genug, um seinen Fehler noch bereuen zu können. Elena gehörte den Aneth Meridium an, den geheimen Wächtern, die Ilaniels Nachfahren schützten, und war sowohl bewaffnet als auch unbewaffnet eine gefährliche Kriegerin. Sie trat auf ihn zu und schlug ihm die flache Hand mit einer solchen Heftigkeit unter das Kinn, dass sein Kopf nach hinten flog. Die Wucht ließ ihn dabei rückwärts taumeln, bis er das Gleichgewicht ganz verlor. Sie setzte sofort nach, ließ ihm, als er stolperte, keinen Raum, sondern hielt ihn am Hemd fest, riss den Dolch aus seiner Scheide und stieß ihn zu Boden, während sie ihm die Klinge in den Leib jagte, direkt unter dem Brustbein. Ein zweiter Stoß unter das Kinn sorgte dafür, dass er ganz sicher nicht mehr aufstehen würde. Ihre Mutter war tot, so viel wusste sie, ehe sie zu ihr trat. Doch auch ihr Vater, der Graf, lag im Schlafzimmer tot auf dem Boden. Die Blutlache schimmerte schwärzlich im Kerzenschein. Elena wäre beinahe zusammengebrochen, weil ihr der Anblick schier das Herz brach. Aber ein Blitzen, das sie aus dem Augenwinkel wahrnahm, erinnerte sie daran, dass sie ihren Gefühlen jetzt nicht nachgeben durfte. Sie kehrte auf dem Weg, den sie gekommen war, zurück und sah, wie sich der Flur mit gleißendem Feuer füllte. Nun drangen auch die Schreie sterbender Männer bis an ihre Ohren. Die Flammen verschwanden so schnell, wie sie entstanden waren. Vorsichtig streckte sie den Kopf hinaus und überblickte den Gang. Vor ihrem eigenen Zimmer stieg von zwei verbrannten Männern Rauch auf. Hinter ihnen stand Tündel und hielt sich am Türrahmen fest. Er konnte sich kaum auf den Beinen halten. Langsam sank er sich zusammen, eine Hand auf den Bauch gepresst. Weitere Männer kamen angerannt. Einer sprang über Tündel hinweg und wollte in ihr Schlafzimmer eindringen, während die beiden anderen noch innehielten, um dem sterbenden Magier Dinge auszumachen. Sie bemerkten nicht, dass Elena gerade aus dem anderen Zimmer trat. Einer hob das Schwert und wollte Tyndall erschlagen, der andere sah nun zu.
Hinter ihnen erhob sich ein Racheengel im weißen Nachtgewand, das blonde Haar umrahmte die blitzenden blauen Augen, als Elena zuschlug. Der Dolch traf die Niere des zuschauenden Mannes, während die freie Hand den anderen, der mit dem Schwert ausholte, am Kragen zurückzog. Sie versetzte ihm einen Tritt gegen die rechte Wade. Er knickte nach hinten und hatte keine Zeit, um sich noch einmal aufzurichten, denn der Dolch war schon wieder frei und fuhr ihm in die Kehle, ehe er auf den Boden aufschlug. Tyndall starrte sie an, als sie den Kopf hob. Das lose Haar fiel wie eine goldene Kapuze auf ihre Schultern. Sie suchte seinen Blick, während er sich zu sprechen mühte. »Unser Sohn.« Seine Stimme war heiser und schwach. Sie nahm den Toten das Schwert ab und lief ohne ein weiteres Wort an Tyndall vorbei. Die Tür des Kinderzimmers stand offen, und drinnen entdeckte sie eine dunkle Gestalt. Gerade holte der Mörder vor der Krippe zum Hieb aus. Als dieser Gegner sie kommen hörte, ließ er sein eigentliches Ziel vorerst in Frieden und begegnete ihrem Angriff frontal. Einige angespannte Sekunden lang, die sich wie Stunden anfühlten, blitzte er das Stahl im Zwielicht des Raumes. Zwar verteidigte er sich nicht einmal schlecht, nur wenige Schwertkämpfe hätten sie so lange in Schach halten können. Doch war ihm längst klar, dass er verlieren würde. Noch ein kurzer Augenblick und sie hätte ihn bezwungen. Dann jedoch wich er verzweifelt seitlich aus, täuschte an und schlug nicht nach ihr, sondern nach dem kleinen Kind in der Wiege. Elena traf die Entscheidung, die in diesem Fall jede Mutter getroffen hätte. Nur dass es keine Entscheidung war, weil sie gar keinen bewussten Gedanken dazu fassen konnte. Der Instinkt traf die Entscheidung für sie und sie hätte nichts daran ändern wollen. Sie sprang und versuchte das Schwert abzufangen, das ihren Sohn nach dem Leben trachtete. Beinahe hätte sie es auch geschafft, doch verlor sie das Gleichgewicht dabei und war plötzlich ohne Deckung. Die Riposte des Gegners traf ihren Bauch, der Stahl zerfetzte das Nachtgewand und verletzte sie schwer. Zugleich aber zog sie im Rückzug die eigene Klinge herum und schlitzte dem Angreifer das Gesicht auf. Der Mörder schrie auf, als er das rechte Auge verlor. Die Schmerzen und das Blut störten ihn aber nur einen Moment lang. Er ging zur Verteidigung über, sobald Elena nachsetzte. Die linke Hand presste sie sich auf den Bauch, um die Gedärme drin zu halten, während sie ihn, mit dem Schwert in der rechten, erbarmungslos vor sich hertrieb. Ihre Miene war wutentbrannt, als sie ihn bedrängte. »Du wirst meinen Sohn nicht bekommen!« Wieder und wieder schlug sie zu und nun erlahmte seine Gegenwehr allmählich. Sie fegte seine linkische Verteidigung hinweg und durchbohrte sein Herz, trieb ihm das Schwert so zwischen die Rippen, dass die Spitze zwischen den Schulterblättern wieder zum Vorschein kam und nagelte den Toten damit an die Wand. Elena hatte keine Zeit zu sterben. Sie ging zur Wiege und bemühte sich verbissen, den eigenen, geschundenen Leib zusammenzuhalten. Da ihr Bauch eine Hand beanspruchte, musste sie das Schwert fallen lassen und versuchen, ihren Sohn mit der freien Hand zu trösten. Hinter sich hörte sie ein Geräusch. Wäre es ein weiterer Angreifer gewesen, so hätte sie nun ein leichtes Opfer abgegeben. Doch es war Tyndall. Er sah wie der leibhaftige Tod aus, als er die kleine Kammer betrat. »Dein Bauch«, keuchend schnappte er nach Luft. »Kümmere dich nicht darum, du bist schlimmer dran als ich, und das will etwas heißen.« Sie schenkte ihm das Lächeln, mit dem sie Jahre zuvor bereits sein Herz erobert hatte, lehnte sich an die Wand und rutschte zu Boden. Vom Blutverlust wurde ihr schwindelig. Tyndall hockte sich neben sie und half ihr, sich flach auf den Boden zu legen, doch sobald sie sich streckte, öffnete sich die Bauchwunde, was ihr einen erstickten Schrei entlockte. »Bei den Göttern, Elena, das kann ich nicht in Ordnung bringen, es ist zu viel!« Tyndall Ardes Ileniel war der mächtigste lebende Magier, doch sein Wissen in den Heilkünsten war begrenzt. Und schließlich lag er selbst im Sterben. Die Mahlzeit auf Burg Camorne war vergiftet gewesen, und alle Männer, Frauen und Kinder im Burgfried, die davon gekostet hatten, waren ebenfalls dem Tod geweiht. Doch er verdrängte die eigenen Schmerzen und konzentrierte sich auf den Finger, den er ihr wie ein Messer über den Bauch zog. Die Haut fand zusammen und schloss sich unter der Berührung. Gleich darauf verriet nur noch eine silberne Linie die Stelle, wo sie verletzt worden war. Sobald Elenas Schmerzen nachließen, betrachtete sie Tyndalls Gesicht. Es war schweißüberströmend und vor Schmerz und Erschöpfung verzerrt. Trotzdem erkannte sie in den strahlend blauen Augen den scharfen Verstand, den sie stets so faszinierend gefunden hatte. Dieser Mann, ihr Gatte, musste jetzt sterben und sie konnte nichts dagegen tun. Immerhin war sie nun in der Lage, sich wieder aufzurichten und ihn mit tränenvollen Augen an sich zu ziehen. So verharrten sie eine ganze Weile, bis er erneut würgte und sie wegstieß. Dieses Mal war der Auswurf blutig. Nach einer Ewigkeit hörte er zu husten auf und konnte wieder sprechen. »Du musst unseren Sohn nehmen und weggehen.« Eine andere Frau hätte sich jetzt widersetzt oder geweint. Doch Elena, die Camerone, tat nichts dergleichen. Sie war eine Enneth Meridum und wusste, sich in einer Notwendigkeit zu fügen. Nickend stand sie auf und überprüfte ihre Verletzungen. Haut und Muskeln waren anscheinend in Ordnung, aber das Brennen tief im Bauch verriet ihr, dass die inneren Wunden nicht geheilt waren. Tyndall beugte sich über die Wiege und hob ihren Sohn heraus. Leicht schwankend stand er da, bis sie sich sorgte, er könnte mit dem winzigen Kind ins Straucheln geraten. Er blieb jedoch auf dem Bein. »Werde stark, mein Sohn, lebe und mach mich stolz.« Er küsste sein Kind auf die Wange. »Ich liebe euch beide.« »Für immer«, antwortete sie und gab ihm einen raschen Kuss. Dann nahm Tyndall sie bei der freien Hand und führte sie ins Schlafzimmer. Sie ließ ihn einen Augenblick allein, suchte einige Sachen zusammen, streifte eilig einfache Hosen und ein schlichtes Hemd über und warf sich den Mantel über die Schultern.
Schließlich gürtete sie ihr Schwert und gesellte sich zu ihrem Gatten, der auf den Balkon hinausgetreten war. So stand sie vor dem Mann, den, mit ihrem Leben zu beschützen, sie geschworen hatte. Vor jenem Mann, den sie nun zurücklassen musste. Zweifel nagten an ihr. Bist du sicher? Es gibt keinen anderen Weg. Ich sterbe und du musst dein Gelübde brechen. Dir bleibt nichts, als zu fliehen, wenn unser Sohn überleben soll, erwiderte er. Die Tränen standen ihm in den Augen. Elena wandte den Blick ab und ging wieder nach drin. Im Vorraum schob sie einige Möbel vor die Tür und barg das Schwert des Mörders. Sie zog es ihm aus dem Leib, wischte es ab und steckte es in die Scheide, während sie die eigene Klinge in der Hand behielt. Schließlich kehrte sie zu Tyndall zurück. Mit erhobener Waffe suchte sie seinen Blick. Ich, Elena de Cameron, hebe die Bindung auf und bitte dich, mich freizugeben. Damit sprach sie die Worte aus, die keinem Aneth Mewido bisher je über die Lippen gekommen waren. Tyndall legte eine Hand auf die Klinge. Ich, Tyndall Ardes Ilaniel, gebe dich frei. Als er sprach, glühte die Klinge einen Augenblick lang auf, ehe sie dunkel wurde. Danach zersprang sie wie Glas. Meine Kräfte verlassen mich, Elena. Du musst dich beeilen. Sie warf das nutzlose Heft zu Boden und umarmte ihn. Dann nahm sie das Kind. Wie soll das gehen? Sie war nicht sicher, wie er sie nach unten bekommen wollte, denn der Balkon befand sich fast 20 Mannslängen über dem Hof. Du wirst so leicht sein wie eine Distelwolle. Du musst springen, aber meine Magie wird dich behüten, bis du den Boden erreichst. Es tut mir leid, aber meine Kraft reicht nicht aus, um mehr zu tun. Er sprach einige Worte in der alten Sprache und legte ihr die Hand auf die Stirn. Liebe dich, sagte sie und ergriff die Brüstung. Mit der anderen Hand hielt sie ihren Sohn fest. Ich weiß. Du trägst mein Herz in dir und mein Leben in deinen Armen. Ich kann nicht sterben, solange du lebst. Er küsste sie, dann sprang sie und schwebte wie eine Feder in einem leichten Wind hinab. Als sie nach unten trieb, hörte sie über sich ein Getöse in dem Raum. Tyndall drehte sich um und stellte sich den Männern, die die Tür inzwischen mit Gewalt aufgedrückt und die Möbel zur Seite geschoben hatten. Als sie ihnen entgegenging, tropfte flüssiges Feuer von seinen Händen. Ein Augenblick später war Elena schon zu tief und verlor ihn aus den Augen. Kurz danach wurde die Nacht zum Tag. Die Flammen schossen vom Balkon nach draußen. Größer und heller wurde das Feuer. Immer heller, bis es mit der Sonne hätte wetteifern können. Es verzerrte das Schlafzimmer und einen großen Teil des betreffenden Stockwerks. Endlich verblasste es und wich einem orangenen Grün, da nun das Innere des Burgfrieds in Flammen stand. Tyndall Ardes Ilaniel, der letzte Magier von Lothian, war nicht mehr. Elena erreichte den Boden und blickte ein letztes Mal hinauf. Dann wandte sie sich ab und rannte zu den Stallungen. Lautlos weinte sie, während sie ihren kleinen Sohn festhielt. Es wäre eine Schande gewesen, wenn jemand eine Angehörige des Ordens hätte weinen sehen. Aber schließlich war sie auch keine Aneth Mewido mehr. Keine Minute später erreichte sie den Stall und schlich sich geduckt hinein. Erstaunlicherweise war das Gebäude verlassen. Sie verlor keine Zeit und sattelte ein Pferd ihres Vaters, ein schnelles, vor allem für die Jagd gezüchtetes Tier. Es war nicht leicht, mit dem Säugling auf dem Arm aufzusitzen, doch irgendwie gelang es ihr. Und dann war sie auch schon draußen und stürmte mit wehenden Haaren davon. Sie ritt über den Burghof und durchs Torhaus hinaus. Dort drängten sich Männer und Pferde, allerdings waren die Feinde viel zu verblüfft, um sie aufzuhalten. Ein kurzer Blick zurück über die Schulter verriet ihr jedoch, dass die Mörder bereits aufsaß, um sie zu verfolgen. Sie achtete nicht darauf, sondern eilte weiter und galoppierte Hals über Kopf davon. Sie ritt die ganze Nacht hindurch und verlangte ihrem Pferd das Äußerste ab, um den Verfolgern zu entkommen. Irgendwann, kurz vor der Morgendämmerung, strauchelte das Tier und wäre fast gestürzt. Nun musste sie anhalten. Bevor das Pferd, das sie gewiss längst zu Tode geritten hatte, ganz zusammenbrach, stieg sie hastig ab. Es schnaufte schwer und hatte Schaum vor dem Maul, doch sie hatte jetzt keine Zeit, um das Tier zu trauern. Es sank auf die Knie, während Elena sich innerlich ganz hart machte und dem Tier die Halsschlagader öffnete, um das geschundene Geschöpf rasch zu erlösen. Heute Nacht sehe ich nichts als den Tod und vor mir liegt schon wieder genau das Gleiche, dachte sie. An einem anderen Tag hätte sie vielleicht geweint, weil sie ein so schönes Tier getötet hatte, doch jetzt waren keine Tränen mehr in ihr. Sie hob ihren Sohn auf und begann mit der Fußwanderung. Als die Stunden verstrichen, wurden die Schmerzen im Bauch schlimmer, bis es sich anfühlte, als stünde ihr Magen in Flammen. In ihrem Leib war etwas verletzt worden, und sie konnte nur hoffen, dass es sie nicht umbrachte, ehe sie Lancaster erreichte. Der Herzog von Lancaster war der Lehnsherr ihres Vaters, und damit war dies der nächste Ort, an dem sie hoffentlich eine Zuflucht finden konnte. Schließlich stieß sie auch wieder auf die Straße und bewegte sich nach Osten, der aufgehenden Sonne entgegen. Da sie nicht genau wusste, wo sie sich befand, konnte sie auch nicht erkennen, wie viele Meilen sie bis Lancaster noch vor sich hatte. Also ging sie einfach weiter. Hinter dem nächsten Hügel stieg Rauch auf, daher musste es dort eine Ansiedlung geben. Eine Stunde später konnte sie nicht mehr klar denken. Ihr Mund war trocken, dabei wurde ihr heiß. Sie bekam Fieber und fürchtete, sie werde zusammenbrechen, ehe sie Hilfe fand. Als sie sich über die Schulter umsah, bemerkte sie einen Mann, etwa 100 Schritte entfernt, der ihr folgte. Der Kleidung nach war er einer der Meuchelmörder, gegen die sie vergangene Nacht gekämpft hatte. Die Angst beflügelte sie eine Weile, sie lief schneller. Er war zu Fuß, daher nahm sie an, dass er wie sie sein Pferd zu Tode geritten hatte, um sie noch in der Nacht einzuholen. Das Tier tat ihr leid. Inzwischen war ihr Körper schwach, viel zu schwach, und nicht einmal die Angst konnte sie noch antreiben.
Der Mann näherte sich beharrlich, das Ergebnis war unausweichlich. Er war nur noch 20 Schritt entfernt, sie hörte schon den keuchenden Atem hinter sich. Keiner von ihnen hatte noch die Kraft zu rennen. Sie stapften lediglich verzweifelt einher. Er schritt mit schweren Schritten aus, sie taumelte bereits. »Verdammt, nun bleib doch stehen«, rief er ihr zu. »Hör jetzt auf, Weib, und ich sorge dafür, dass die letzten Minuten deines Lebens angenehm sind, ehe du stirbst.« Elena, die Cameron, war keine Närrin. Sie konnte nicht weiter fliehen und hatte auch keine Kraft, um zu kämpfen. So setzte sie ihren Sohn ab und drehte sich um. 5 Schritte, 10, und sie brach zusammen, ehe der Verfolger sie erreicht hatte. Mit dem Gesicht nach unten lag sie auf dem Schwert des Molchimörders, das sie mit sich genommen hatte, weil ihre eigene Klinge geborsten war. Sie atmete tief ein und bekam Staub in die Nase, während sie ihre Kräfte sammelte. Ihre einzige Hoffnung war, dass der Mann dumm genug wäre, sich noch etwas mit ihr vergnügen zu wollen, ehe er sie tötete. Sie wartete, bis er sich über ihr aufbaute und hoffte, er werde innehalten und sich an ihre Schwäche weiden. Für ihn schien sie völlig wehrlos zu sein, was ja auch beinahe der Wahrheit entsprach. Als er dort stand, entschied er wohl, zu müde für das Vergnügen zu sein und zog das Schwert. Elena rollte sich herum und stieß nach oben, um ihn entweder im Schritt oder im Bauch zu treffen. Beinahe hätte sie auch Erfolg gehabt, doch die Arme ließen sie im Stich und der Hieb kam zu langsam. Er fegte ihre Klinge mit nur einem Tritt zur Seite und ließ sich fallen, presste mit den Knien ihre Schultern auf den Boden und brach ihr dabei das Schlüsselbein. Sie schrie auf, so laut es ihr trotz der Erschöpfung noch möglich war. Sobald er sie am Boden festgesetzt hatte, zog er ein kleines Messer. »Damit töte ich dein Kind, sobald du erledigt bist, Hexe.« In seinen Augen flackerte der Irrsinn. Sie wollte ihm ins Gesicht spucken, doch ihr Mund war zu trocken und sie hatte keinen Speichel mehr. Auf einmal bohrte sich ein Pfeil in seiner Brust. Verwundert starrte er den Schaft an. Er ließ das Messer fallen und versuchte den Pfeil herauszuziehen, als ein zweiter in seiner Kehle stecken blieb. Da kippte er von ihr herunter und war tot, ehe der Kopf auf die Straße schlug. Elena wollte sich aufrichten, doch ihr Körper gehorchte ihr nicht mehr. Sie hörte ihren Sohn weinen, während alles vor ihren Augen verschwamm. Dunkelheit umfing sie, als sie ohnmächtig wurde. Eine nicht bestimmbare Zeitspanne später kam sie wieder zu sich. Sobald sie sich rührte, knirschte das Schlüsselbein. Die Schmerzen zwangen sie, sich ruhig zu halten. So blieb sie reglos liegen und sah sich um. »Nicht bewegen, dein Körper hat zu viel erdulden müssen«, sagte jemand. Eine Frau saß in ihrem Lager. Der Raum war klein, allem Anschein nach wohl die Katte eines Bauern. Die Frau feuchtete ein Tuch an und legte es Elena auf die Stirn. »Du hast dir ein schreckliches Fieber eingefangen. Eine Weile dachte ich schon, du würdest nie mehr aufwachen.« Elena starrte sie an. Die Frau war freundlich und hatte kräftige Gesichtszüge. »Mein Kind.« »Schsch.« »Keine Sorge, es geht ihm gut. Er ist gleich hier. Du hast einen schönen, kräftigen Jungen. Er hat munter gebrüllt, seit Reus euch hergebracht hat.« Sie beugte sich vor und hob Elenas Sohn von der schlichten Bettstatt auf, die sie im Zimmer eingerichtet hatte. Da Elena ihn selbst nicht halten konnte, legte die Frau ihn neben ihr ab, wo sie ihn betasten konnte. »Muss sie einige Dinge erklären«, begann sie. »Nein, nein, bleib nur ganz still liegen. Dein Körper hat schwer daran zu arbeiten, das Fieber zu bekämpfen. Du musst dich jetzt erst einmal holen. Später haben wir noch genügend Zeit«, besänftigte die Frau sie. »Nein, die haben wir nicht«, widersprach Elena. »Ich bin innerlich verletzt. Hier unten.« Sie wollte auf den Bauch deuten, doch die Bewegungen schmerzten zu sehr. Müde war sie, hundemüde, aber sie sprach trotzdem weiter. Stockend berichtete sie der Frau, die für sie sorgte, wer sie war. Nach einer Weile erfuhr sie, dass die Frau Meredith Eldridge hieß und Miri gerufen wurde. Ihr Ehemann Royce hatte Elena auf der Straße gefunden. Er war Schmied und zur Burg von Lancaster unterwegs gewesen, um ein Fass Nägel und andere Gegenstände auszuliefern. Glücklicherweise nahm er bei solchen Reisen stets den Burgen mit. Die beiden Frauen unterhielten sich länger als eine Stunde, bis Elena nicht mehr konnte und in einen unruhigen Schlummer fiel. Am nächsten Tag war ihr Fieber zwar noch schlimmer geworden, aber Miri gab die Hoffnung nicht auf. Elena überredete sie, ihr Stift und Papier zu geben, brachte es aber kaum fertig, sich aufzurichten und zu schreiben. Sie kämpfte Schmerz und Müdigkeit nieder und fand am Tisch endlich eine Sitzhaltung, die ihr nicht ganz so viele Schmerzen bereitete. Der linke Arm war nutzlos, doch mit der rechten Hand konnte sie den Stift halten, sofern sie beim Schreiben möglichst still hielt. Sie verfasste 2 Briefe, einen an ihren Sohn und eine viel kürzere Nachricht an den Herzog von Lancaster. Schließlich half Miri ihr wieder ins Bett. Sag ihm nichts, Miri. Erst wenn er älter ist, soll er es erfahren. Was soll das heißen, meine Liebe? Miri versuchte schon wieder, sie zu beruhigen. Erzähl ihm erst von mir, wenn er älter ist. Er soll unbeschwert aufwachsen. Gib ihm meinen Brief erst zu einem Zeitpunkt, an dem er es unbedingt erfahren muss, verlangte sie nachdrücklich. Still jetzt. Du wirst es ihm selbst erzählen können, sobald es dir besser geht. Du bleibst jetzt hier bei uns, und wenn du wieder bei Kräften bist, kannst du mir hier ein bisschen zur Hand gehen. Lächelnd streichelte Miri Elenas Haare. Du musst dich jetzt ausruhen und bald schon werden wir ein Picknick machen. Der Frühling kommt. Draußen ist es wunderschön. Die Blumen blühen. Die Luft ist voller lieblicher Düfte. Elena schlief sanft ein, während Miri weiterredete. Sie fühlte sich wieder wie ein kleines Mädchen, das die Mutter in den Schlaf sang. Nach einer Weile stand Miri auf und bereitete das Mittagsmahl zu. Elena wachte jedoch nicht mehr auf. In der folgenden Nacht verschied sie ganz still. Ihr Sohn weckte die Eldridges am nächsten Morgen mit seinen Schreien. Anscheinend spürte er, dass die Mutter von ihm gegangen war. Kapitel 1. Ursprünglich sollten sich diese Ausführungen auf die Natur der Magie beschränken. Nach eingehenden Forschungen stieß ich jedoch auf eine Verbindung zwischen dem Aether,
dass die Zauberer erwähnen und den Wundern und übernatürlichen Erscheinungen, die man in allen Glaubensrichtungen und Religionen findet. Über diese Verknüpfung zwischen dem Natürlichen und dem Übernatürlichen war ich höchst erstaunt. Diese Einsicht leitete den Verlust meines Glaubens und den Beginn meines Niedergangs in die Ketzerei ein. Sei deshalb gewarnt, wenn du ein Mann des Glaubens oder der Religion bist, ein Geistlicher, ein Mönch, ein Priester oder ein heiliger Mann irgendeiner Art, dann halte hier inne. Lies nicht weiter, denn die Ideen und die Wissenschaft, die an diesem Ort dargestellt sind, werden ohne Zweifel die Fundamente untergraben, die für eine aufrichtige Verbundenheit mit den Göttern unabdingbar notwendig sind. Aus Über das Wesen von Glaube und Magie von Markus der Ketzer. Ich habe mich niemals als ein ungewöhnliches Kind empfunden, was bis zu einem gewissen Punkt vermutlich jeder von sich sagen kann. Als ich aufwuchs, war ich neugierig und abenteuerlustig, wie es die meisten Jungs eben sind. Doch als ich älter wurde, machte meine Mutter einige treffende Bemerkungen. Er ist ein sehr stilles Kind. Ich erinnere mich nicht, wann sie das zum ersten Mal sagte, sah aber sofort ein, dass es der Wahrheit entsprach. Tatsächlich war ich trotz meiner Freundlichkeit und meines offenen Lächelns ungewöhnlich stark nach innen gekehrt. Noch später ging sie sogar so weit, mich als jemand zu beschreiben, der mit einer alten Seele geboren worden sei. Was auch immer das heißen mochte. Oft war ich nachdenklich, was mich von den anderen Kindern unterschied, aber doch nicht so sehr, dass ich mich als Außenseiter und ganz und gar von ihnen abgesondert fühlte. Wenn ich zurückblicke, wird mir klar, dass meine instinktive Vorsicht und der nach innen gerichtete Blick vermutlich genau das waren, was mich am Leben hielt. Mein Vater heißt Royce Eldridge und er ist Schmied. Ich habe mich oft gefragt, ob er es wohl bereut, diesen Beruf ergriffen zu haben. Liebt er Pferde doch anscheinend viel mehr als das Metall. Jedenfalls nutzt er jeden erdenklichen Vorwand, um sich davon zu stehlen und in der Stadt die Rennen anzusehen. Außerdem hat er mehr Geld, als ratsam gewesen wäre, für den Kauf eigener edler Pferde ausgegeben. Meine Mutter, sie heißt Meredith, hat deshalb auch schon mit ihm geschimpft, aber eigentlich hat es ihr gar nicht so viel ausgemacht. In Wirklichkeit mag sie Pferde ebenso sehr wie er. Auf einem seiner Ausflüge zu den Wettrennen haben sie sich sogar kennengelernt, als er noch ein junger Mann war. Leider konnten sie keine eigenen Kinder bekommen, aber wie es das Schicksal wollte, hat mich mein Vater Jahre später auf einer anderen Fahrt in die Stadt gefunden. Wie er mir erzählte, war ich ein einsames Baby, das auf der Straße nicht weit vor der Stadt von jemandem abgelegt worden war. Wahrscheinlich hatte mich meine junge Mutter dort zurückgelassen, wo man mich leicht sehen und hören konnte, weil sie hoffte, irgendeine Bauersfrau werde sich meiner erbarmen. Ich werde wohl nie erfahren, warum sie sich dazu entschlossen hat, aber mein Leben ist gut und deshalb bin ich auch nicht böse. Royce und Meredith waren glücklich, von da an ein eigenes Kind zu haben, und als Einzelkind habe ich etwas mehr Zuwendung bekommen als die meisten anderen Kinder. Wären meine Eltern reich gewesen, so hätten sie mich wahrscheinlich völlig verdorben. Jedenfalls war ich schlicht und einfach glücklich. Die meisten Nachbarn wussten gar nicht, dass ich adoptiert worden war, aber mir gegenüber haben meine Eltern nie ein Geheimnis daraus gemacht. Ich war stolz, ein Eldritch zu sein und habe hart gearbeitet, um meinem Vater eine Freude zu bereiten. Er sorgte dafür, dass ich ihn bei der Arbeit in der Schmiede beobachten konnte und machte mich allmählich mit dem Werkzeug und den Methoden seines Handwerks vertraut. Ich fand das rote Glühen der heißen Eisenstücke, die unter seinen geduldigen Händen eine Form annahmen, faszinierend. Da ich der Sohn eines Schmieds war, musste man natürlich annehmen, dass ich eines Tages seine Nachfolge anzutreten hätte, und ich hatte auch keine Einwände dagegen. Wäre mein Leben anders verlaufen, so würde ich jetzt vermutlich am Amboss arbeiten und fröhlich das Metall formen, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Als ich von einem neugierigen Jungen zu einem linkischen Jugendlichen heranwuchs, wurde allerdings deutlich, dass ich bei dieser Arbeit wohl doch gewisse Schwierigkeiten bekäme. Einige Begabungen besaß ich durchaus. Ich war ungewöhnlich intelligent, wie die meisten Erwachsenen schon nach einem Gespräch von nur wenigen Minuten bemerkten. Ich besaß einen guten Blick für das Metall und war geschickt, wenn es darum ging, etwas herzustellen oder zu bauen. Meine Hände bewegten sich sicher und flink. Ich hatte Künstlerhände, wie meine Mutter sie nannte. Darin lag freilich auch der Kern des Problems, denn ich besaß zwar lange Arme und Beine, war aber nicht besonders kräftig. Ich bemühte mich sehr, meinem Vater am Blasebalg zu helfen, aber so gut meine Mutter mich auch fütterte, ich nahm einfach nicht zu. Offenbar war ich dazu verdammt, mein Leben lang die Gestalt eines schlaksigen Jugendlichen zu behalten. Immerhin war ich recht anstellig und wäre mit der Zeit wohl doch ein guter Schmied geworden. Hätten sich nicht in jenem Frühling, als die Flüsse vom Regen angeschwollen waren, gewisse Dinge ereignet. Der Tag hatte hell und voller Verheißungen gedämmert, wie es im Frühling oft geschieht. In jedem Jahr waren die Regenfälle sogar besonders ergiebig gewesen. Doch kurz vor meinem 16. Geburtstag hatte der Regen aufgehört und die ganze Welt erstrahlte in neuem Glanz. Die Sonne schien warm, obschon auch der letzte kalte Winterhauch in der Luft lag. Alles in allem wäre es eine Schande gewesen, bei meinem Vater in der Schmiede zu hocken. Wahrscheinlich schickte mich meine Mutter auch genau deshalb zum Kräutersammeln. Sie war immer freundlich und ich glaube, sie wusste schon damals, dass mein jugendlicher Geist zu groß war, um an den Amboss einer kleinen Schmiede gekettet zu werden. So zog ich federnden Schrittes und in der Gewissheit, dass meine Mutter mich so bald nicht zurückerwartete, mit einem Weidenkorb in der Hand hinaus. Über die Felder und durch die Wälder der Umgebung.
Natürlich kannte ich die Gegend gut, denn ich hatte bereits jede Gelegenheit wahrgenommen, draußen umherzustreifen. Den Morgen verbrachte ich auf den Feldern, wo ich verschiedene Grünpflanzen und Löwenzahn pflückte, die meine Mutter gern zum Kochen verwendete. Als ich mich dem Fluss näherte, beschloss ich, am Ufer nach dem Heilkraut Engelwurz zu suchen. Natürlich hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch keine Ahnung, was ich dort an diesem Tag finden würde. Nahe am Fluss wanderte ich durch einen dichten Wald. Kurz vor dem Gewässer stieg das Land noch einmal an, weshalb ich die Ufer zunächst nicht einsehen konnte. Allerdings hörte ich auf einmal die Laute eines verzweifelten Pferdes. Ich schnaubte schwer und wieherte, und die schrillen Untertöne verrieten mir, dass es in Panik geraten war. Wer viel Zeit mit Pferden verbracht hat, wird sicher verstehen, was ich meine. Ich rannte sofort los, alle jugendlichen Tagträume waren vergessen. Bis heute bereue ich nicht, was ich an jedem Tag getan habe. Aber im Rückweg frage ich mich doch, wie alles verlaufen wäre, wenn ich einen anderen Weg eingeschlagen und den Fluss gemieden hätte. Hinter der Anhöhe erblickte ich einen jungen Mann, der etwa im gleichen Alter war wie ich. Er stand am Flussufer und fluchte laut über das brodelnde Wasser hinweg. Man könnte sagen, dass er eigentlich an einem ganz anderen Flussufer stand, denn ein großer Teil der alten Uferbüschung war vom tosenden Wasser unterspült und fortgeschwemmt worden. Das Pferd konnte ich noch nicht entdecken, aber den Jungen, den kannte ich. Es war mein bester Freund, Markus. Schon aus der Ferne sah ich, dass sein Gesicht bleich vor Angst war. Nach kaum einer halben Minute hatte ich ihn erreicht. Obwohl ich ihn an der Schulter schüttelte, starrte er mich abwesend an, als wüsste er nicht, wer ich war. Er brauchte einen Augenblick, um mich zu erkennen und sich so weit zu sammeln, dass er zusammenhängend antworten konnte. Mord! Ich sollte an dieser Stelle wohl erwähnen, dass ich zwar Mordecai heiße, doch die meisten Freunde nannten mich damals einfach Mord. Da bekomme ich sie nie wieder raus, Mord! Sie wird sterben und das ist ganz allein meine Schuld! Damit meinte er die preisgekrönte Stute meines Vaters. Sie ist Dornster. Sie ist Dornster, aber meistens riefen wir sie einfach nur Star. Sie war ein schöner Rotfalbe mit einer Blässe in der Gestalt eines Sterns auf der Stirn und außerdem die teuerste Erwerbung in den väterlichen Stallungen. Der Herzog von Lancaster hatte sie nur wegen ihrer Herkunft gekauft, um die eigene Zucht zu verbessern, denn sie stammte von einer Ahnenreihe berühmter Rennpferde ab. Ich war sicher, dass Markus sie eigentlich nicht reiten durfte, aber solche Kleinigkeiten wie Verbote konnten meinen Freund nicht aufhalten, wenn er sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hatte. Es war nicht schwer, sich zusammenzureimen, was geschehen war. Er hatte sie nahe ans Ufer gelenkt, um den dahinschießenden Fluss zu beobachten. Schließlich war er abgestiegen und hatte sie führen müssen, da das Tier klug genug war, sich nicht so nah an dem rauschenden Wasser reiten zu lassen. Dann war es geschehen. Die geschwächte Böschung war unter dem Gewicht des Pferdes eingebrochen. Markus hatte sich krabbelnd in Sicherheit bringen können, das Pferd hatte jedoch weniger Glück gehabt. Die Stute saß nun im Fluss fest und mühte sich verzweifelt, den Kopf über Wasser zu halten. Die Strömung hatte sie gegen einen umgestürzten Baum gespült, vor dessen Stamm sie jetzt verharren musste, da sie sich nicht mehr vorzubewegen vermochte. Von dort aus konnte sie auch nicht zum schlammigen Ufer hinaufklettern. Stars panische Schreie, während sie gegen die Wellen ankämpfte, zerrissen mir das Herz. Ohne nachzudenken, kletterte ich die glitschige Böschung hinab, um ihr so nah wie möglich zu sein. Unnötig zu betonen, dass ich in diesem Augenblick nicht mehr klar denken konnte, denn es gab auch für mich keine Möglichkeit, das gefangene Pferd zu befreien. Die abbröckelnde Böschung war steil und unten am Wasser zu schmal, sodass das Pferd gar nicht aus dem Wasser steigen konnte, selbst wenn ich stark genug gewesen wäre, es bis dorthin zu leiten. Im Augenblick war die Stute sogar in Gefahr, unter das niedrigere Ende der umgestürzten Eiche gezogen zu werden. Dort wäre sie rasch ertrunken, denn sie hätte sich im Handumdrehen vollends in die großen Äste, die teilweise ins Wasser eingetaucht waren, verfangen. Trotzdem, und ohne überhaupt einen Plan zu haben, näherte ich mich ihr weiter. Einfach, weil ich sie nicht leiden sehen konnte. Mord, du wirst dich selbst noch umbringen. Gewöhnlich war Markus der mutigere von uns beiden. Aber an diesem Tag zeigte er deutlich mehr gesunden Menschenverstand als ich. Komm wieder rauf, ehe ich auch noch deinen Tod erklären muss. Ich dachte einen Moment über seine Worte nach und fand, dass er recht hatte. Ich wollte mich schon umdrehen und zurückkehren, weil endlich die Vernunft die Narrheit besiegt hatte. Dann aber blickte ich Star in die Augen. In diesem Moment veränderte sich mein Leben. Alles, was vorher gewesen war, wurde weggefegt und ich und meine Freunde gerieten auf einen Weg, den wir nicht mehr verlassen konnten. Die Historiker hätten viel weniger zu schreiben gehabt, wenn ich der verängstigten Stute nicht in die Augen geblickt hätte. An diesem Punkt bin ich nicht mehr sicher, wie ich mein Erlebnis beschreiben soll. Einige derjenigen, die dies lesen werden, haben sicherlich auch selbst schon schwere Krisen durchgestanden und kennen den Ansturm der Gefühle, die in einem solchen Augenblick losbrechen. In jedem Moment zeitloser Klarheit, da man in der Spanne, die ein Blinzeln dauert, tausende Gedanken fassen kann. Dies war ein solches Geschehnis, und als ich dem edlen Tier ins Auge blickte, fühlte ich mich, als hätte sich ein Fenster zu meiner eigenen Seele aufgetan. Meine Welt schrumpfte, bis sie rein gar nichts mehr enthielt. Nichts außer Star und mir selbst. Die Augen des Tieres waren wild vor Angst. Die Atemzüge der heftig pumpenden Lungen waren trotz des rauschenden Wassers laut zu vernehmen. Mein Körper kam mir leicht und substanzlos vor. Ich versank förmlich in den Blick der Stute und verlor mich selbst. Schließlich gab es nur noch Star. Denn auch Mordecai war verschwunden, als hätte er nie existiert. Mein Körper und mein ganzes Selbst existierten nicht mehr. Natürlich war mein Körper immer noch vorhanden, aber er hatte sich verändert und war wesentlich schwerer als zuvor. Außerdem war es kalt geworden.
Mein Herz schlug so heftig, dass ich dachte, es springe gleich aus der Brust heraus. Ich war in dem kalten Fluss fast untergetaucht und die Kälte drang mir in die Knochen und raubte mir die Kräfte. Zugleich drückte mich die Strömung gegen den Baum und zog mich unwiderstehlich nach unten. Ich konnte einen jungen Mann am Flussufer sehen, der allmählich zusammensank wie eine Puppe, der man die Fäden abgeschnitten hatte. Er rutschte ebenfalls in den Fluss. Ich fragte mich, wer er sein mochte. Mit letzter Kraft hielt ich mich über Wasser und hatte in meiner Verzweiflung nur einen einzigen klaren Gedanken. Wenn ich etwas fände, worauf ich sicher stehen konnte, dann würde ich mich aufrichten und aus dem Eiswasser heraussteigen können. Meine Hände berührten etwas Hartes, dann fand es auch die Füße und ich stieg tatsächlich empor. Beim nächsten Schritt stieß ich abermals auf etwas Festes, auf dem ich stehen konnte, und stieg dann beharrlich immer höher. Während ich auftauchte, fühlten sich meine Hände seltsam an, und als ich nach unten blickte, erkannte ich, dass ich Hufe besaß. Zunächst fand ich das dumm, denn ich war ganz sicher, dass ich ohne Hände nicht die Böschung hinaufklettern konnte. Also lief ich flussaufwärts, bis ich eine Stelle erreichte, wo das Ufer sanfter anstieg. Diese Stelle wählte ich aus, um vollends hinauszuklettern. Als ich zurückblickte, sah ich einen zweiten jungen Mann, in dem ich Markus erkannte. Er zog den anderen Jungen aus dem Fluss und die Böschung hinauf, war dabei aber nicht sehr erfolgreich. Die steile Wand war voller Schlamm, der unter ihm wegrutschte. Es würde ihm sicher nicht gelingen, den anderen Jungen ganz nach oben zu zerren. So versuchte er, unter ihn zu gelangen, um ihn wenigstens über die eingebrochene Kante der Böschung zu schieben. Klar war jedoch, dass er nicht hoch genug kommen würde, weshalb ich beschloss, ihm zu helfen. Ich stieg den Damm hinauf, näherte mich der Kante und blickte hinab, als er sich mit dem schlaffen Körper des bewusstlosen jungen Mannes abrackte. Gerade stieß er ihn wieder hinauf, und da ich die Hände nicht gebrauchen konnte, senkte ich den Kopf und packte den Jungen mit den Zähnen am Kragen. War mein Hals schon immer so lang gewesen? Jedenfalls zerrte ich ihn mühsam bis aufs Gras und schleppte ihn weiter, bis ich sicher war, dass er auf festem Untergrund lag. Inzwischen war auch Mark heraufgekommen und rief mir etwas zu. Als ich ihn ansah, fiel mir auf, dass die Farben seltsam waren. Es war eindeutig mein Freund, aber er sah dennoch verändert aus. Dann blickte ich nach unten zu dem unbekannten Fremden. Auch sein Gesicht kam mir irgendwie bekannt vor. Er hatte lange, schlaksige Arme und Beine und dann durchfuhr mich ein eiskalter Schreck, denn ich war es ja selbst, der dort auf dem Boden lag. Zusammen mit dieser Einsicht verspürte ich eine Art Aufbranden und ich eilte zu meinem verlassenen Menschenkörper zurück. Dann wurde es schwarz um mich. Das Sonnenlicht drang durch die geschlossenen Augenlider. Ich fragte mich, warum ich so lange geschlafen hatte. Normalerweise weckte mich meine Mutter schon in der Morgendämmerung, damit ich mich um meine alltäglichen Aufgaben kümmern konnte. Das Bett war jedoch äußerst bequem, also beschloss ich, noch eine Weile zu dösen und zu sehen, wie lange ich unbehelligt blieb, ehe sie schließlich doch kam und mich ernstlich weckte. Auf einmal spürte ich warmen Atem im Gesicht und hörte ein Schnauben, als wäre ein Pferd meines Vaters in mein Schlafzimmer eingedrungen. Aber das konnte nicht sein, oder doch? Ich öffnete ein Auge und erschrak, als ich Star über mir sah. Mark saß neben mir. »Gott sei Dank, dass du zu dir kommst«, sagte er. »Ich habe schon befürchtet, du gingest auf die andere Seite hinüber.« Er lächelte leicht, aber die Anspannung war noch nicht ganz von ihm abgefallen. »Warum liege ich am Boden?« Noch während ich es sagte, wurde mir bewusst, dass ich nicht weit vom Fluss entfernt im feuchten Gras lag. Ich richtete mich auf, wobei mir schwindelig wurde. Alles drehte sich um mich, aber ich war auch störrisch und gab nicht nach, sondern blieb sitzen, bis sich die Welt beruhigte. »Ich hatte gehofft, dass du mir das erklären könntest«, entgegnete er. »Aus irgendeinem Grund hattest du das Gefühl, du könntest ganz alleine ein ausgewachsenes Pferd aus dem Fluss zerren. Und noch schlimmer, du hast prompt das Bewusstsein verloren, sobald du das Wasser erreicht hattest. Um ein Haar wärst du ertrunken.« Wie ist da herausgekommen? Dabei hatte ich den starken Verdacht, dass ich es bereits ganz genau wusste. Ich wollte es nur nicht glauben. Es sah so aus, als wäre sie von einem Wassergeist besessen gewesen. Mark starrte mich eindringlich an, und ich kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass er in Wirklichkeit etwas ganz anderes dachte. Gleich nachdem du ohnmächtig geworden bist, ist sie aus dem Wasser marschiert. Sie ist erst 30 Schritt weit über das Wasser gelaufen, ehe sie auf dem trockenen Grund abgeschwenkt ist. Ich hielt inne, um meine Antwort abzuwarten, doch ich schwieg eisern. Dann ist sie über die Böschung herübergekommen und hat dich mit den Zähnen hinaufgezogen. Alles im Allem würde ich sagen, dass sie sich ganz und gar nicht wie ein Pferd benommen hat. Unsicher senkte ich den Blick. Nun ja. Du kannst es mir ruhig verraten. Ich habe heute schon mehrere unglaubliche Dinge gesehen und werde dich jetzt bestimmt keinen Lügner schimpfen. Mark und ich waren seit unserer Kindheit Freunde. Daher stand ein etwaiger Mangel an Vertrauen ohnehin nicht zur Debatte. Allerdings begriff ich selbst ja noch nicht ganz, was tatsächlich geschehen war. Schließlich gab ich es auf und schilderte meine Erlebnisse einfach so, wie sie sich meiner Wahrnehmung entsprechend zugetragen hatten. Es dauerte eine Weile, doch Mark war ein guter Zuhörer. Nach einer gewissen Zeit gingen mir die Worte aus und ich hockte nur noch da, beobachtete Star, die in der Nähe graste. Mark blickte nachdenklich drein. Er besaß einen brillanten Verstand, sofern er bereit war, ihn zu benutzen, und ich konnte förmlich sehen, wie es in seinem Kopf arbeitete. Endlich überwand er sich. »Lass uns offen darüber reden. Du hast deinen Geist in das Pferd geschickt und die Kontrolle über dessen Körper übernommen. Dann hast du eine Art Magie eingesetzt, damit Star auf dem Wasser laufen konnte.« »Nein, warte mal«, unterbrach ich ihn. »Ich habe überhaupt keine Magie eingesetzt. Ich weiß ja nicht mal, wie man das anstellt.« »Wie willst du es sonst nennen, Mord?« Er starrte mich unverwandt an.
Gut, offensichtlich ist etwas Erstaunliches geschehen, aber das heißt doch nicht, dass ich die Ursache, die Quelle oder die Wirkkraft hinter dem. Unwillkürlich war ich zu der Redeweise übergewechselt, die wir benutzten, wenn wir über wissenschaftliche oder philosophische Themen diskutierten. Er ließ sich jedoch nicht auf das Ausweichmanöver ein. Quatsch, unterbrach er mich. Was? Du hast es gehört, das ist Quatsch. Versuch nicht, dich herauszureden. Du sprichst nicht mit deinen Eltern oder irgendeinem anderen Esel, den wir kennen, also versuch ja nicht, mit diesem Blödsinn aufzutischen. Du musst dich mit dem abfinden, was geschehen ist. Du hast es doch getan. Du hast eine Art Wunder gewirkt, und damit bist du entweder ein Heiliger oder ein Zauberer. Da ich allerdings deinen Mangel an Frömmigkeit genau kenne, neige ich zu der zweiten Möglichkeit. Du bist doch verrückt, wehrte ich ab. Ich habe nicht die geringste Ahnung von Magie. Mark lächelte. Ich zwar auch nicht, aber eins weiß ich doch ganz genau. Was denn? Man wird durch die Geburt und nicht durch die Ausbildung zum Zauberer. Der Mangel an Wissen ist also keine Entschuldigung. Tief in mir regte sich der Verdacht, dass er recht haben könnte. Uns gingen viele Fragen durch den Kopf, aber nach dem Erlebnis am Fluss waren wir kalt, nass und müde. Wir kamen überein, die Einzelheiten zunächst für uns zu behalten, bis wir weiter darüber nachgedacht hatten. »Komm doch morgen zum Burgfried, dann sehen wir uns in Vaters Bibliothek um«, lud er mich ein. Markus' Vater war der Herzog von Lancaster, was ich immer wieder vergaß. »Das geht nicht, soll mein Vater morgen bei einer Fuhre Roheisen helfen?« »Dann nehmen wir morgen Abend, sag doch deinen Eltern, dass du ein paar Tage bei mir bleibst«, erwiderte er. »Das kann ich nicht tun, was werden sie denken?« »Sie werden denken, wie schön es ist, dass sie so mit dem Adel auf Du und Du steht.« Markus ließ mich nie spüren, dass er gesellschaftlich über mir stand, achte aber keinerlei Hemmungen, die Vorteile seines Ranges für sich zu nutzen. »Hör mal«, fuhr er fort, »ich schicke heute Abend einen Boten mit einer schönen Einladung. Dein Vater wird so beeindruckt sein, dass er nicht im Traum daran denkt, sich zu widersetzen.« Markus schenkte mir sein übliches, breites Grinsen. »Ich glaube, dein Plan ist alles andere als gut«, erwiderte ich. »Brauchst du denn nicht irgendeinen Grund oder einen Vorwand für die Einladung?« Meine Eltern wussten von unserer seltsamen Freundschaft, die ohnehin nie ein Geheimnis gewesen war. Markus und ich kannten uns von Kindesbeinen an und hatten im Hof des Burgfrieds gespielt, während mein Vater seine Waren ausgeliefert hatte. Wir hatten uns sofort gut verstanden, auch wenn ich nie sagen konnte, worauf dies eigentlich beruhte. Vermutlich lag es daran, dass er der erste Junge in meinem Alter war, der genügend Fantasie und Geistesgegenwart besaß, um bei meinen erfundenen Spielen mitzuhalten. Bald darauf bekamen meine Eltern Einladung von der Herzogin, da ihr Sohn nach meiner Gesellschaft verlangte. Der Herzog und seine Frau waren bemerkenswert fortschrittlich und gaben nicht viel auf die Trennung der Klassen. Aber als wir zu Jugendlichen heranwuchsen, sah ich Markus immer seltener, da ihn seine Stellung dazu verpflichtete, mehr Zeit mit Menschen von vornehmerer Abstammung zu verbringen. »Ach, du sollst zu uns kommen, weil mein Vater ein Fest gibt und in dieser Woche eine Wildschweinhatz abhalten will.« Dabei machte Markus eine ungeheuer altkluge Miene, als fände er seine eigene Gewitztheit äußerst beeindruckend. Die Idee war jedoch gar nicht so klug, also steckt gewiss noch etwas mehr dahinter. »Das hast du doch gerade erst ausgedacht«, warf ich ihm vor. »Keinesfalls!« In seinen Augen lag tatsächlich ein seltsames Funkeln. »Vater hat das Fest schon vor 2 Monaten geplant. Junge Damen und Herren von vornehmer Herkunft aus dem ganzen Reich werden in dieser Woche in unserem edlen Herzogtum zu Gast sein.« Damit hatte er sich verraten. »Junge, oh warte, du gerissener Hund. Das ist bestimmt eine dieser sogenannten bunten Veranstaltungen, die deine Eltern eigens abhalten, damit du andere Adlige kennenlernst.« Markus verabscheute diese gesellschaftlichen Anlässe und nahm nur unter Zwang von Seiten seiner Eltern daran teil. Mir gegenüber hat er sie als langweilige Ereignisse beschrieben, an denen vertrottelte Gecken teilnahmen, die vor allem von ihrer eigenen Wichtigkeit eingenommen waren. Ich war mir sicher, dass er diese Festlichkeiten zumindest zum Teil insgeheim genoss und sie mir gegenüber lediglich in einem ungünstigen Licht erschienen ließ, damit ich mich besser fühlte, weil ich nicht daran teilnehmen durfte. Das warf natürlich Fragen auf. Und überhaupt, warte mal, du verwirrst mich. Wie willst du denn dort einen Gemeinen hereinbringen? Der Gemeine war natürlich ich. Über meinen gesellschaftlichen Status machte ich mir keinerlei Illusionen. Mark kicherte. Aha, mein Freund, dieses Mal liegen Dinge anders. Mein Vater ist der Gastgeber. Und da es mein Zuhause ist, darf ich einladen, wen ich will. Damit war auch mein letzter, guter Einwand dahin. Er stand auf und führte Star davon. Er hätte zwar auch reiten können, doch da er sich gut mit Tieren auskannte, wäre es ihm nie in den Sinn gekommen, sein Pferd nach der Köhlerei im Fluss noch einmal zu belasten. Ich lasse die Einladung in 2 Stunden schicken und morgen Abend sende ich dir eine Kutsche. Verlegen schüttelte ich den Kopf und versuchte mir eine angemessene Bemerkung zum Abschied einfallen zu lassen. Irgendwie musste ich aber wohl von allen guten Geistern verlassen gewesen sein und brachte nicht mehr als »Morgen« heraus. Dann wanderte ich nach Hause, überlegte mir, wie ich es meinen Eltern erklären sollte. Ja, vielen Dank, dass ihr beim Fischen dabei wart. Ich weiß nicht, wann es nochmal gibt, ist ja unregelmäßig. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es das nochmal gibt. Und sonst, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und lest mehr Bücher.